Die meisten Menschen haben Angst vor dem Gespräch mit seinem Vorgesetzten oder mit ihrem Vorgesetzten, wo gesagt wird, ich würde gerne mehr Geld haben. Meine Leistung, die ich für euer Unternehmen bringe, für dein Unternehmen bringe, für meine Position, die Arbeitsleistung, die ich bringe, ist weitaus weniger vergütet, wie es sein sollte. Gewinner-Mindset bekommen. Man muss dazu sagen, nicht jeder hat von Geburt an ein Gewinner-Mindset. Und das liegt vielleicht von zu Hause aus, daran vielleicht ein Stück weit, wie man erzogen wird, vielleicht auch ein Stück weit an einem selbst und natürlich auch hat das ganz, ganz viel damit zu tun, dass die meisten Menschen sich leider mit Menschen umgeben, die nicht unbedingt das Gewinner-Mindset haben, was du brauchst, um tatsächlich ein Gewinner zu werden. Und ich will dir aus einem Buch ganz kurz eine Stelle vorlesen, und zwar: To achieve your goal, you have to get into the character of a winner. Confident people have a certain way of presenting themselves. Observe people who are confident and successful and try to emulate them in your life. Auf Deutsch übersetzt heißt das nichts anderes als Modeling by Excellence. Heißt also, wenn du jemanden kennst, denk mal bitte jetzt in dieser Sekunde an die erfolgreichste Person in deinem, ich sag mal, erweiterten Umkreis. Muss jetzt nicht dein Freund sein, muss auch jetzt nicht irgendwie Familie sein, sondern jemand, den du kennst, der so richtig erfolgreich ist mit dem, was er macht. Vielleicht hat er einen kleinen Betrieb, vielleicht hat er einen Großbetrieb, vielleicht hat er ein Online-Business, vielleicht hat er ein Network-Marketing-Business, vielleicht ist er ein Dropshipper, ein Affiliate-Marketer, vielleicht hat ein traditionelles Geschäft oder was auch immer. Aber stell dir mal bitte die erfolgreichste Person vor, die du irgendwie nur in deinem Umkreis hast. Und jetzt stell dir mal vor, was macht diese Person anders als du? Ist diese Person vielleicht disziplinierter? Ist diese Person vielleicht redegewandter? Ist diese Person unglaublich verkäuferisch talentiert? Was kann diese Person, was du nicht kannst? Wo ist der kleine, aber feine Unterschied? Und das nennt man Modeling by Excellence. Ganz viele Menschen da draußen, wie zum Beispiel ich, lerne unglaublich viel von Menschen, mit denen ich Zeit verbringe. Heißt also, wenn ich mit jemandem Zeit verbringe, der in einer gewissen Sache viel besser als ich ist, dann beobachte ich ihn. Ich observe, wie es gerade in diesem Text stand. Ich schaue mir also ganz genau an, was macht diese Person, was zum Beispiel ich nicht mache. Wie redet sie? Wie ist ihre, was macht sie mit ihren Händen? Was macht die Person? Was wird betont? Was wird gesagt? Zu welcher, ich beobachte ganz genau, was diese Person macht. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass genau dieses Thema Modeling, also andere Menschen als Vorbild zu nehmen und nicht als, oft Menschen, ich verstehe das manchmal gar nicht, Menschen gehen manchmal hin und sagen irgendwie, dass sie Konkurrenz in anderen wittern, nur weil sie besser sind in einer Sache, die du gerne wüsstest. Aber das ist die falsche Einstellung zum ganzen Thema. Die richtige Einstellung ist, hinzugehen und zu modeln. Also hinzugehen und zu verstehen, was macht diese Person, was so unglaublich attraktiv ist für andere Menschen. Wie kann es sein, dass dieser Mensch mehr Menschen in seinen Bann reinzieht, als dieser Mensch, der wesentlich weniger Energie hat zum Beispiel? Wichtiges Thema, Energie. Derjenige, der mehr Energie an den Tisch bringt, ist derjenige, der gewinnt. Einer der wichtigsten Themen. Stell dir mal Folgendes vor. Du gehst also in eine Vertragsverhandlung oder vielleicht in eine Gehaltsverhandlung. Du möchtest also 200-300 Euro mehr, du möchtest deine Beförderung haben oder was auch immer. Und du gehst in dieses Gespräch und du setzt dich dahin und hängst so auf 7:30 auf dem Stuhl und fängst an zu reden. Ja. Und du redest mit null Energie. Mit null Energie, keiner Körperspannung, du bist nicht aktiv, der andere, der schläft fast ein, wenn du mit ihm redest. Was wird passieren? Du wirst verlieren in diesem Gespräch. Du wirst schlichtweg nicht das bekommen, was du möchtest. Ich bin der festen Überzeugung, und auch viele Menschen, mit denen ich zusammenarbeite,
sind der festen Überzeugung, du bekommst nicht nur das, was dir zusteht, sondern du bekommst das, wonach du fragst. Die meisten Menschen machen ja nicht mal den Mund auf und fragen danach. Die meisten Menschen haben Angst vor dem Gespräch mit seinem Vorgesetzten oder mit ihrem Vorgesetzten, wo gesagt wird, ich würde gerne mehr Geld haben. Meine Leistung, die ich für euer Unternehmen bringe, für dein Unternehmen bringe, für meine Position, die Arbeitsleistung, die ich bringe, ist weitaus weniger vergütet, wie es sein sollte. Wie stellen Sie sich das vor in dem Unternehmen? Wie kann ich weiterhin motiviert zur Arbeit kommen? Die meisten Menschen führen dieses Gespräch nicht, weil sie Angst haben davor. Energie wird dir helfen. Energie wird dir helfen, vor allen Dingen Gespräche zu gewinnen, dein Produkt zu verkaufen, deine Vision überzeugend rüberzubringen, den Real Estate Deal zu closen, was auch immer. Ich habe einen guten Freund von mir, Daniel Garofoli, kennt viele von euch. Daniel ist ein Energiebündel. Und natürlich hat er unglaublich viel Wissen zum Thema Immobilien. Gar keine Frage, speziell hier in Dubai. Aber eine Sache macht er, und zwar hat er Energie. 24/7 am Tag, das ist ein Duracell-Häschen, der die ganze Zeit durch die Gegend springt. Genau das gleiche mit mir. Ich habe zum Beispiel unglaublich viel Energie und ich gebe den ganzen Tag lang Energie. Ich sende Energie. Was passiert, wenn du Energie sendest? Du erntest irgendwann Energie zurück. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Last but not least, wo ich dir einmal mit helfen möchte, vor allen Dingen was Modeling angeht und wie man sowas am besten macht. Der ein oder andere kann das gut mit Videos. Ich beneide diese Menschen, die das können, oder auch mit Lesen. Diese Menschen beneide ich auch. Die lesen also ein Buch und hinterher wissen sie ganz genau, auf welcher Seite was steht. Ich zum Beispiel kann beides unglaublich schlecht. Ich gucke mir gerne ein Video an, ja, nehme auch ein bisschen was mit, mehr als wenn ich ein Buch lese. Aber Fakt ist, und ich bin der festen Überzeugung, dass das wenn nicht sogar der wichtigste Skill ist, und zwar, wenn du zum jetzigen Zeitpunkt dich mit Menschen umgibst, und frag dich selber, mir musst du die Frage nicht beantworten, wirklich nicht. Aber guck in den Spiegel. Wenn du dieses Video schaust und das vorbei ist, geh zum Spiegel und guck in den Spiegel und sag, mit wem hänge ich eigentlich so ab? Hänge ich mit denen Jungs und Mädels ab, die eher so, no, mal gucken und naja. Und nur Menschen, die sich aufs Negative fokussieren. Oder hänge ich mit Menschen ab, die jeden Morgen aufstehen und sagen, heute wird der geilste Tag meines Lebens. Oder hänge ich mit Menschen ab, die irgendwie 6-mal die Woche feiern gehen. Mit welchen Menschen hängst du ab? Ich stelle dir die Frage. Weil du kannst natürlich nicht besser werden, wenn du mit Menschen abhängst, die einfach richtig schlecht für dich sind. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Modeling by Excellence bedeutet, von Menschen zu lernen, die bereits da sind, wo du hin möchtest. Und wenn du dich mit Menschen abhängst, die dort sind, wo du garantiert nicht hin möchtest, was wird passieren? Du wirst nie besser werden. Weder in Gehaltsverhandlungen, weder beim Verkauf deines Produktes, noch irgendwo anders. Und letztlich, als letzten Tipp, den ich hier mit auf den Weg geben möchte, die Freunde, die du gerade als Freunde titulierst, sind vermutlich nicht deine Freunde. Ich habe oft diesen Fehler gemacht, leider. Und wer nicht hören will, muss fühlen. Ich habe oft leider den Fehler gemacht, dass ich gedacht habe, dass es Freunde sind und es sind keine Freunde, sondern sie waren Lebensabschnittsgefährte oder Gefährtinnen auf diesem Weg und haben leider mir nicht unbedingt gut getan. Und Fakt ist, es muss nicht heißen, dass es nur Freunde sind, sondern es kann auch Familie sein. Und es kann auch der Feind im eigenen Bett sein. Nur mal so als kleiner Tipp. Fakt ist, wenn du besser werden willst und deine Ziele und deine Träume in deinem Leben erreichen möchtest, dann musst du dich trennen von Menschen, die dir Schlechtes wollen, die dir nicht nach vorne helfen, die dir immer nur Fragen stellen, die dich zurückwerfen und nicht nach vorne bringen. Und vor allen Dingen an Menschen, sich von Menschen zu trennen, die dich verurteilen dafür, dass du für deine Träume, für deine Ziele und für all das, was du im Leben erreichen möchtest, kämpfst. Jeden Tag. Und wenn du Menschen hast, die dich zurückziehen und dir keine Energie geben, dann trenne dich von ihm. Ganz wichtiger Punkt. Modeling by Excellence bedeutet, lerne von denen, die da sind, wo du hin möchtest. Alles andere macht keinen Sinn. Ich sage das in aller Deutlichkeit, nicht um dich zu verschrecken. Ich sage das, weil ich dir aus eigener Erfahrung heraus weiß, dass es dich Lichtjahre zurückkatapultieren wird, wenn du nämlich weiterhin so handelst, wie du gerade handelst, und dich aber Lichtjahre nach vorne katapultieren wird, wenn du anfängst, dich an Menschen zu halten, die da sind, wo du hin möchtest. Here we go, modeling by excellence.